Wenn du mal gar keinen Bock darauf hast, dein 5-Stunden-Ticket nochmal zu verlängern und nochmal rein zu cashen in das Bootsticket hier am Nordmeer, dann brenner doch einfach in den letzten Minuten hierhin an Land. Zack, denn auch hier gehen noch die dicken Brocken rein. Was man wirklich gut machen kann, wenn das Bootsticket so langsam zur Neige geht und du dir denkst, noch ein Bootsticket ist mir jetzt vielleicht zu lang, aber so ein paar Fische würde ich schon noch mitnehmen, so eine halbe Stunde würde ich noch machen, dann lohnt es sich tatsächlich einfach mal auch wieder an Land zu brettern und von da aus dann den Casher noch mal ein bisschen zu füllen. Und wo man hier gut hin kann, ja, das ist eben hier die Stelle. Ich glaube, das geübte Auge erkennt es schon ganz gut. Da hinten ist der Campingplatz, der Wasserfall, der Campingplatz. Genau, und hier in der Area klappt das ganz gut. Warum und woher weiß man das? Naja, das muss man natürlich testen. Und das Schöne ist, wir haben ja mit dem Boot das Echolot. Und das Echolot können wir eben auch verwenden, um Spots rauszusuchen, die dann vom Land aus funktionieren. Das ist halt richtig nice. Bedeutet also, wir brettern hier schön rein mit dem Boot und scannen quasi die ganze Zeit schön den Untergrund. Übrigens, wenn du noch nicht weißt, wie das Echolot funktioniert, ich verlinke nochmal das Video, wie das Echolot funktioniert. Wir scannen schön den Untergrund, sehen, wo sind hier die Hotspots. Also einfach hier schön in der Area rumbrettern und dementsprechend suchen wir uns dann quasi die Bereiche am Land. So, bam. Das ganze Echolot sieht natürlich im Zoom anders aus als diese Map. Die ist ja viel detaillierter auf dem Echolot. Das heißt, wir sehen viel mehr Untiefen, viel mehr Löcher und so weiter und so weiter. Und dementsprechend muss man sich natürlich genau merken, auf dem Echolot, wo ist das genau auf der Map? Also das ist natürlich wichtig, damit man dann auch die Stelle wieder findet, wo was geht. Was ich übrigens gerade noch gesehen habe, war auch hier hinten der Bereich. Man sieht es kaum, es ist, man müsste viel näher ranzoomen, ne? Also aber genau hier diese Ecke, hier ist es nämlich ziemlich schnell, geht es hier steil runter. Auch das werde ich gleich noch testen. Das Gute ist hier, dieser gesamte Bereich von hier bis hierhin, bis ungefähr hierhin, kann man ablaufen. Das heißt, egal wo du hier parkst, du kommst komplett hier einmal rum. Hier ist so eine kleine Steinpackung, da kommt man nicht rüber zum Camp. Und hier ist auch irgendwann vorbei in dem Bereich. Aber der ganze Bereich, da kann man sich immer wieder hinstellen. Und wie gesagt, hier sah das ganz gut aus. Das teste ich gleich noch. Was ich auch schon mehrfach getestet habe, das war aber heute irgendwie nicht so attraktiv. Da gab es nicht wirkliche Spots. Diese Area hier oben. Also speziell dieser Bereich, da hatte ich auch schon mehrfach beim Jiggen die Taschenkrebse mit dabei. Oder ja, ich sag mal, so kleinere, so Aalmuttern auch und so. Also das kann sich schon mal lohnen. War aber heute, da waren ein, zwei Spots hier vorne in diesem Bereich, aber mehr hier hinten war einfach nichts zu erkennen. Ein paar Mal hin und her gefahren hier, im Kreis gefahren, aber es war halt leider nichts zu erkennen an Spots. Aber hier, wie gesagt, in der Area, das sah richtig gut aus. Und wenn man hier dann steht und so ungefähr um die 40 Meter weit rauswirft, in Richtung zum Camp und dann einfach absinken lässt, dann ballern sie schon ganz gut rein. Hier unten, das war gerade noch auf dem 41er. Wenn du Bock hast auf dem 41er, da ging gerade noch hier schön der Gröni rein. Ziemlich mittig auf dem 41er, mitten drauf. Einfach wild gepilgt mit dem Natural Squid 2303. Der rote ging also auch schön rein und ein bisschen was anderes. Aber dann letzten Endes, das waren so die letzten Stunden von meinem 5-Stunden-Nordmeer-Ticket. Also die letzten paar Minuten quasi noch genutzt. Mache ich auch schon manchmal, wenn das Bootsticket quasi schon fast vorbei ist und man hat kaum noch Zeit, dann einfach die Chance nutzen, rauszufahren, sich so einen Landspot hier am Fjord suchen oder auch mal hier auf den Inseln, dann raus hier
auf Grund oder sowas. Das kann man natürlich auch machen, wenn man quasi noch die letzten paar Minuten hat von seinem Bootsticket. Und dann gib ihm. Im Moment hier, ich weiß ja nicht, ne, man weiß ja nicht, was ist es an Spots? Was sieht man da auf dem Echolot? Was sind es für Fische? Im Moment scheint es so sein, als ob hier zumindest auf dieser Köderkombi hauptsächlich Schellfisch und Köhler reingeht. Ist jetzt natürlich noch nicht so ganz der Burner. Aber größentechnisch waren die bisher schon ganz okay. Kann man also schon mal reingehen. Ich bin jetzt hier gerade komplett mit den Maggots unterwegs. Und da heißt es jetzt natürlich einfach entspannt Köder testen. Und das Schöne ist, also wir haben hier jetzt alle Vorteile. Wir haben den Vorteil, dass wir nicht wegtreiben, dass wir nicht die ganze Zeit über neue Spots treiben, sondern wir haben hier eine Stelle, wir können einen Spot, eine Stelle immer wieder anwerfen und können dann eben mit den verschiedenen Ködern in aller Seelenruhe einfach testen, welche Farben, welche Köder funktionieren, denn wir haben ja keinen Zeitdruck jetzt hier. Also nicht diesen Zeitdruck im Nacken, dass wir quasi das Bootsticket, dass das ausläuft, dass wir in der Zeit genug Kohle machen müssen. Nö, wir können es hier einfach testen, einfach ausprobieren, alles klar. Vielleicht wollen wir hier keinen Schellfisch oder wir wollen den Schellfisch in riesig groß. Kann ja auch sein. Ab 11 Kilo Trophy ist ja auch relativ schnell schon erreicht. Und ja, wenn man dann eben hier mit den Ködern ein bisschen variiert, dann geht da auch wahrscheinlich was anderes rein. Ne? Almutter war jetzt hier auf Maggot 05. Da guckt man sich das einfach mal an. Worauf gehen hier die Fische? Was beißen die? Auf was gehen die am liebsten? Und dann ändert man das ein bisschen ab. Guck mal, hier war jetzt die ganze Zeit Maggot 02. Der war jetzt mehrfach für den Schellfisch. Und dann sagen wir einfach mal hier, Schellfisch, gute Nacht. Ich nehme hier einfach mal jetzt zum Beispiel den Weißen. Vielleicht triggert das ja jetzt was anderes und weniger den Schellfisch. Also direkt wieder auswerfen. Und dann gib ihm. Oder... das ist genau der richtige Köder für die Shellfish Trophy, auch möglich. Aber so kann man eben variieren und eben auch mit ganz vielen verschiedenen Ködern variieren. Ich stand hier auch schon mal, es gibt auch ein extra Video noch dazu, da ging es ein bisschen in eine andere Richtung. Aber da konnte man zum Beispiel mit den Kunstködern, mit diesen, gehen wir mal runter hier auf die, ja, die muss ich auf jeden Fall gleich auch noch testen. Ganz klar, die Schaumgummis, aber die Lynx Minnows hier. Das hat auch richtig gut funktioniert. Das waren aber die 80er, ne? Wo sind sie, die 80er? Genau, hier die größeren. Wir wollen ja nicht hier den Kleinkram fangen, sondern die 80er Lynx Minnows. Man sieht, sie sind auch schon einigermaßen durchgenudelt. Also, die funktionieren auch immer wieder gut vom Land aus. Alles andere auch. Einfach testen, die verschiedenen Gummifische und dann eben hier wie immer auswerfen. Ein bisschen jiggen, ein bisschen hier Bewegung in Grundnähe. Vielleicht kommt auch zwischendurch Pilken, das kann man ja auch ein bisschen probieren und variieren. Und wenn man dann wieder zu weit hochgezogen hat, sagen wir mal, man ist so im Bereich von 25 Meter ungefähr und da ist nichts rangegangen, dann einfach wieder aufmachen das Ganze und es sinkt wieder runter. Ähnlich wie bei dem Video Angeln am Affenfelsen. Auch sensationell. Eigentlich sogar noch besser, weil da brauchst du noch nicht mal mehr ein Bootsticket. Also auch das lohnt sich absolut. Da kann man halt richtig gut rein. So, und dann, wie gesagt, hochziehen und wenn da nichts rein... ja, war kurz was dran. Na, pilken wir nochmal auf 30 Meter. Da wollte einer gerade und dann doch nicht. Jetzt ist er dran. Na, guck. Also, das war jetzt hier auf 30 Meter. Ansonsten, wie gesagt, einfach wieder Bügel aufmachen. Absinken lassen das Ganze und dann gucken, was da reingeht. Ja, Köhler wollen wir jetzt nicht. Ich variiere jetzt hier gleich nochmal und wie gerade schon gesagt, der nächste Spot ist dann hier in dem Bereich, weil es, wie gesagt, hier richtig steil runtergeht, aber auch hier ein bisschen aufpassen. Hier könnte es sein, dass man da schon mal ein bisschen heftigere Einschläge hat. Hier hatte ich auch schon eine Trophy drauf, Köhler-Trophy zum Beispiel. Das ist natürlich dann ordentlich Gewicht, wenn man hier mit so einer kleineren Pilkrute, mit so einem kleineren Setup steht. Also viel probieren, viel testen. Wenn du Bock hast, auch das teste ich vielleicht gleich nochmal. Hier hinten in dem Bereich, vielleicht gehen ja nochmal die Taschenkrebse. Aber bei mir waren da gerade keine Spots, alles abgefahren, alles getestet. Und hier in dem Bereich, hier gibt es nochmal so eine kleine Untiefe, extra hier in dem Bereich. Und da waren an dieser Kante hier, waren einige
große Spots auf dem Echolot zu sehen. Und die werfe ich an. Auch wenn es wahrscheinlich nur Schellfische oder Köhler sind. Aber da hat man eben dann die Chance, dass dann auch da die größeren Brocken reingehen. Und bisher muss ich sagen, bin ich da auch schon ganz zufrieden. Die können hier gerne rein. So, so viel dazu. Ab ans Wasser und wie gesagt, sinnvoll die letzten paar Minuten vom Bootsticket nutzen, anstatt dann einfach irgendwann, naja, zack, am Ufer wieder zu stehen oder am Land im Hafen. Und dann kann man eben solche Spots hier oder dann müsste man eben solche Spots hier extra nochmal anfahren. Ist halt auch schade drum, wenn man da eine Stunde Ticket vertrödelt. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin.